Cookie. Hierher. Hierher. So, ist fein. Jetzt leider nicht, aber das morgendliche Geräusch von Eiskratzern auf Autoscheiben ist ja auch ein bisschen romantisch. Aber der Himmel sieht cool aus da hinten. Ich sollte mal wieder zum Sonnenaufgang an den Strand gehen, glaube ich. Das wäre mal wieder eine Maßnahme. Oh, ja, mal ein Fresschen machen. Und oh, Wasserkratzer, klein Leute. Na los. Tag, heute ist. Welcher ist denn heute? Vierte, dritte, glaube ich. Freitag. Ja. Bin gerade dabei, das Video von gestern fertig zu schneiden und dann stelle ich so fest, da fehlen noch Aufnahmen, dass mir eingefallen, dass ich die Videodateien vom Handy noch nicht importiert hatte. Oh. Nur habe ich erstmal Pause gemacht, habe die Laufklamotten angezogen und gehe eine Runde laufen. Wieder keine Handschuhe mit denen um zum Laufen. Naja, die Sonne scheint ja. Wird wohl gehen. Oh, das wird eine schlechte Zeit. Ich habe gestern Abend schon gemerkt, dass ich doch ein bisschen Muskelkater habe. An den Oberschenkel vor allen Dingen. Naja, dann musste ich einmal kurz anhalten, weil Cookie in den Wald gesprintet ist. Weil sie irgendwas gehört hat oder gesehen hat, keine Ahnung. Aber die kommt immer gleich zurück. Das ist halt gut. Wenn wir zeigen, aber kurz angehalten und habe es laufen lassen. Ja, und prompt fängt man an, danach sich selbst zu bescheißen und sagt sie so, oh, eine kleine Gehpause musst du machen, die Oberschenkel. Und dann macht man halt auch, weil der verfickte Schweinehund stärker ist. Völlig außer Form, der alte Tier. Ich musste definitiv wieder regelmäßig laufen und nicht nur regelmäßig laufen, sondern auch zu Hause regelmäßig Sport machen. So schlecht. Oh ja, doch nicht so schlecht die Zeit. Doch nur 2 Minuten länger als sonst. Die 3,8 Kilometer in 27 Minuten, noch ein bisschen. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich 25 gebraucht oder so. Oh ja, aber die Gehpausen waren trotzdem nicht schön. Fühle ich mich immer schlecht bei. Kannst du den Purzel bitte aus der Tür nehmen? Nimm mal den Purzel da weg. Warte.
So ist fein. Und hoch. Hoch. Komm hoch. Nein. Hier, 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 hier. Hopp. Warum weiß ich auch nicht, aber ich hatte das dringende Bedürfnis und ich hatte irgendwie Lust, mein iPhone 4 rauszukramen und zu schauen, ob es noch funktioniert, und es funktionierte noch und erstaunlicherweise konnte ich darauf sogar noch Snapchat installieren. Ja, ich weiß noch nicht genau warum und ob es irgendwann Sinn macht, aber wenn ich das iPhone 6 Plus, was ich ja normalerweise habe, zum Filmen benutze, ist vielleicht so ein Snapchat-Telefon gar nicht so verkehrt. Obwohl, Video will man damit nicht machen. Das ist sehr ruckelig. Zum Foto machen reicht es aber allemal. Und naja, für Snapchat reicht es sowieso. Schön die Sonne genießen. Die einstellen hier wieder. Ja Gott, ich glaube, so geht's. Ja, Zeit für die Arbeit. Und während ich zur Arbeit gehe und auf der Arbeit bin, kleine Aufgabe für euch. Euer Lieblingsvlog von mir. Schreibt bitte in die Kommentare, welche Nummer und gerne auch warum. Würde mich echt mal interessieren. Also wenn ihr einen Lieblingsvlog habt von mir, ab in die Kommentare, Nummer reinschreiben und warum. Das wäre toll. So, bis später. Ich habe die Papiere im Auto liegen lassen, also muss ich nochmal zum Auto. Uff, da sind sie. Boah, ich weiß nicht warum, aber ich bin heute irgendwie total im Arsch. Fühle mich unmüde und so, weiß nicht. Ich hoffe, ich werde nicht doch krank. Kopfschmerzen waren heute Abend wieder da, aber das, nein, krank nicht. Das fühlt sich eher nach weißer Zahn an. Naja, jedenfalls bin ich aber irgendwie total müde, sodass ich jetzt beschlossen habe, drauf geschissen, ich gehe jetzt ins Bett. Ich habe den Rechner noch nicht mal angemacht. Ich importiere die Files morgen früh und ja, entweder schaffe ich das Vlog morgen Vormittag noch zu schneiden oder halt nicht. Wenn ihr dieses Vlog also erst am Sonntag seht, man, tut mir leid, aber ich bin total erledigt. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin heute. Naja, eher. Ist halt so. Wie auch immer. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.